Ich glaube, ich bin extrem pingelig, was meine Hosen angeht. Also da ich ja ein bisschen größer gebaut bin, lege ich sehr, sehr viel Wert darauf, dass meine Hosen auch exakt passen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass vor der Saison, wenn neue Hosen kommen, dass die nochmal fünfmal zum Schneider gebracht werden, ehe ich sie das erste Mal wirklich trage und sage, okay, sind okay. Ah, das ist nicht immer das Gleiche, aber es gibt natürlich schon Songs, mit denen man gute Spiele verbindet, wo man weiß, okay, den Song habe ich jetzt vor dem Spiel gehört. Das ist eigentlich schon bei mir so eine CD von Linkin Park, die ich immer wieder höre, die dann halt volle Pulle läuft und alle Leute denken, ich bin der Oberproll, der gerade durch die Stadt fährt, aber sie wissen halt nicht, warum ich es mache. Also das letzte Mal richtig sauer war ich in Kroatien bei der WM 2009. Da gab es so zwei Spiele gegen Norwegen und Dänemark, wo es Entscheidungen gab, die keiner so richtig nachvollziehen konnte und die uns auch ziemlich viel gekostet haben im Nachhinein. Und also da gab es schon zwei Situationen, wo ich nahe am Zusammenbruch war, weil ich einfach so aggressiv war und ich wusste nicht, wohin mit meiner Aggressivität. Und ja, das muss man dann irgendwie kanalisieren und man darf es ja nicht an den Schiedsrichtern auslassen, weil das hätte noch viel weitreichendere Folgen, als wenn man eine Tür zertrümmert. Und ja, ich glaube, die Kabine hat danach ihre Spuren davongetragen. Also du bist echt schlimm. Es ist schon peinlich. Reiß dich mal zusammen.